dass ich das in den Griff bekomme und dass das alles irgendwie sich bessert. Und jetzt 7 Jahre später stehe ich da und denke eigentlich, ja, die Probleme sind irgendwie immer noch die gleichen und ich, ja, das hängt noch immer so an mir und nagt irgendwie so. Deswegen auch jetzt wieder das Lied, viel zu wenig ferngeschaut. Und auch in meinem Teddybär. Bin zu Rockset und Co. im Radio. Gehüpft auf der Matratze. Und das Traumenleid, das liebe ich so sehr. Kapitän, das Saft, das Blumenbeet begossen. Und unser Wohnzimmer mit Hautcreme eingeschmiert. Deswegen, weil er ein besonderes Talent hat. Er geht einfach auf der Straße und alle Mädels rennen ihm hinterher, knutschen ihn ab, werfen sich vor ihm auf den Boden und knutschen. So.
Es bist nicht du. Es ist sorry. Wir sind dazu, wir haben überlegt, okay, wie macht er das? Weil ansonsten jetzt einen Typen, der das Äußere dazu hätte, hätten wir ja auch in unserer Band irgendwie. Ihm könnte man ja auch einfach nachhören und so, aber es tut ja keiner. Oder? Also, es geht auf der Straße und irgendwie die Mädels gehen an uns vorbei und so, und wir sagen, Knut, was ist los? Und wir haben uns überlegt, woran liegt es, dass das bei dem einen Typen klappt und dann bei anderen halt nicht. Und wir sind zum Schluss gekommen, das muss halt am Namen liegen. Und das Lied, das wir dieser Person gewidmet haben, trägt den Namen dieser Person, das heißt Jimmy Danger Popovich. Gutscheine zur Verfügung gestellt.